Herr Steffen, heute 5:3 gegen Meppen hier gewonnen, also sind Sie zufrieden? Ja, erstmal 5 Tore erzielt zu haben, das ist schön. Wir haben auch noch ein paar gute Situationen rausgespielt, wo wir noch hätten mehr Tore erzielen können. Das ist sicherlich gut. Wir haben ein bisschen leichtfertig hinten agiert, dementsprechend auch dem Gegner einige Torchancen zugelassen. Das hat mir dann nicht so gut gefallen. Insofern gab es gute und weniger gute Situationen. Wichtig, da hat man noch was zu trainieren nächste Woche. Genau, dafür bin ich da. Aber ja, hätten die Leute trotzdem lieber gespielt in Würzburg, auch vielleicht bei schlechten Bedingungen? Nein, bei schlechten Bedingungen möchte ich nicht spielen, weil einfach da so viel Zufall mitspielt und wir versuchen den Zufall auszugrenzen, indem wir gut planen und gut Fußball spielen und das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Insofern bin ich ganz, ganz happy, dass es nicht stattgefunden hat auf einem Untergrund, der nicht bespielbar ist. Amar Steinbutt hat heute 3 Tore gemacht, hat er sich da ein bisschen im Vordergrund gespielt? Ja, der Abdi hat schon eine ganz gute Vorbereitung insgesamt gespielt, jetzt hat er 3 Tore gemacht, noch 1 vorbereitet, ist sicherlich ein Hinweis für den Trainer, übrigens, ich bin da. Wie gesagt, 5:3 gewonnen heute. Ist das jetzt die Ausstellung gewesen, die man zu Beginn gesehen hat, die auch vielleicht nächste Woche gegen Erfurt spielt oder wird es eine andere sein? Die gleiche Frage hat man mir nach dem Fortuna-Spiel gestellt. Da war es eine andere Aufstellung als heute. Insofern, das war weiterhin noch so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann noch ein bisschen was rumprobieren und machen. Und das war auch so. Und jetzt überlege ich mir im Laufe der Woche, wie wir dann gegen Erfurt antreten. Erfurt heute 3:2 gegen Dresden gewonnen. Ausrufezeichen, kann man sagen. Ja, da ist natürlich für alle klar, egal wo jemand steht in der Liga, in der Tabelle, wir müssen alle ernst nehmen und gut sein.